Servus Leute und herzlich willkommen zurück zu Satisfactory. Und ich habe jetzt hier die Eisenplatten hergestellt. Die schmeiße ich jetzt hier rein. Zack und adios. Und wir haben dadurch jetzt unsere Förderbänder freigeschaltet und Wände. Biomasse haben wir freigeschaltet. Genau. So, für das vierte Upgrade, woraus wir dann den Miner kriegen würden, brauchen wir, wie ihr seht, 100 Eisenplatten, 75, also wesentlich mehr Stuff. So. Ich würde jetzt erstmal sagen, ich baue nochmal ein paar von den Teilen hier. Kabel und Platten. Dann werde ich die nämlich zum Kalkstein schicken. Und dann bauen wir erstmal ein bisschen Fundament, dass wir uns eine Base bauen können. Ja geil, jetzt habe ich das ganze Kupfer rausgehauen, gell? Jawohl. Ja gut, du hast da eh nichts zu tun hier. Komm mal mit. Oh, so putzig. Weil mit dem Eisen sind wir jetzt erstmal ein bisschen Überschuss. Was gar nicht schlecht ist. Aber die anderen Rohstoffe benötigen wir im Moment auch. Wie ihr seht, Kalkstein, Kupfer, Eisen. Drei unterschiedliche Vorläufe. Oder Verläufe. So, wo ist mein guter Kumpel hier? Boots. So, das reicht dann auch erstmal. Alle, hopp. Dann bauen wir jetzt erstmal zwei Miner. Ich bin jetzt erschrocken, Alter. Da oben, was ihr außerdem funkeln seht, das ist eine Schnecke. Was funkelt denn da immer? Das ist die Reinheit vom Eisen, da seht ihr das? Oh, das kriegst du ja auch Griechenrabbel hier. Und mit den Schnecken können wir Batterien herstellen. Und mit Batterien kann man quasi unsere ganzen Gerätschaften übertakten. Das heißt, die produzieren oder herstellen, verarbeiten, was auch immer, alles viel, viel schneller. Das wird dann später ein bisschen interessant. So, jetzt haben wir drei Stück. Dann schmeiße ich mal zwei zum Kalkstein. Einen schmeiße ich dann wieder aufs Eisen. Nochmal 3-2-1 Verhältnis. Zack. Zack. Ach komm hier. Gib ihm. Worauf ich mich halt extrem freue, ist, wenn wir dann das mit den ganzen Zügen und so alles weiter verarbeiten. Dass das dann alles richtig automatisiert läuft und ach, gar nichts mehr machen muss. Das wird richtig wunderschön, wird das. So. Habe ich vergessen gerade, was ich machen wollte. Auch schön, gell? Komm, ich tu mal die 75 Stangen schon mal herstellen. Dann haben wir die schon mal vom Hals. 40, 50, 60, 70 und 75, und dann tun wir noch hier Kupfer herstellen, dass ich die 20 Kabel herstellen kann. So, das schmeiße ich dann beides schon mal rein. Und dann haben wir das auch schon mal. So. Genau. So, wie weit seid ihr so? 86, mein Gott. Immerhin war. So, Beton.
Dann gucke ich mal kurz Fundament, wie viel brauche ich denn da? Ich brauche 6 und 4. Ach, das eine ist halb so hoch wie das andere, brauche aber auch 6 Beton. Das ist ja auch geil. Gut, 6, 12, 18, 24 können wir nicht 4 Stück erstmal herstellen. Das mache ich da erstmal. Die drehe ich hier nochmal. So. Ja, wo klatsche ich denn das jetzt hin? Jetzt wieder die Frage aller Fragen. Der Fels hier, der nervt ja richtig, ne? Was wir natürlich auch machen könnten, wir könnten die Base ein bisschen oben bauen. Also so ein bisschen nicht mit einem Höhenanstieg. Ungefähr so. Ist eigentlich auch geil, oder? Aber dann nehme ich nicht so ein dickes, sondern nehme ich so ein hier. Da sind wir direkt oben. Haben A eine geile Sicht und B könnten wir alles von hier oben aufbauen. Genau. Und hier unten drunter könnte man dann später noch mit dem LKW oder sonst was drunter fahren. Genau, so machen wir das. So, was macht unser Ofen? Können wir ja mal ein paar Eisenplatten schon mal herstellen. Dass wir die 100 vielleicht sogar jetzt fertig kriegen. Ich habe gerade gehört, dass wir keinen Strom mehr haben. Okay, das mit dem Erz, das ist mir ganz blöd. So, schmeiß ja schon mal rein, haben wir 67. So, was haben wir hier noch? Gut, wir müssen ein bisschen Blätter sammeln. Aus den Blättern kann man jetzt natürlich auch Biotreibstoff herstellen. Das mache ich auch gleich mal. Das brennt ein bisschen. Oh, Entschuldigung. Das brennt ein bisschen länger. Das zeige ich euch gleich. Was ich auch früher gern gemacht habe, das war immer quasi so Fabriken unterschiedlich gebaut. Also nicht eine große Megafabrik, sondern immer so eine Fabrik, die alles herstellt mit Kupfer, eine, die was herstellt mit Eisen. Wisst ihr, was ich meine? Wie so eine kleine Stadt. Ich weiß noch nicht, ob ich das genauso machen werde. Und dann halt alle Fabriken untereinander beliefern sich mit Transport oder mit Zügen. Mal gucken. So, jetzt haben wir wieder 441 Blätter. Jopp. Snacken wir uns schon mal hier die Schnecke. Schneggeleck. Genau. Ne, das haben wir noch nicht. Genau, Biotreibstoff wollte ich eigentlich herstellen. So, ich zeige euch das jetzt mal. Guckt, wenn wir mal hier gucken. Ach, keine Ahnung. Das sehe ich jetzt gar nicht, oder? Wenn ich jetzt ein Blatt reinschmeiß, das brennt. Ihr seht, sehr, sehr schnell runter. Wenn ich jetzt für Biotreibstoff reinschmeiß. Ach da, 6 Sekunden und 0,8 Sekunden. Ne? Das heißt. Wesentlich mehr Ersparnis. So, mal wieder die paar Platten hier herstellen hier. Oh, 7 Stück noch. Ja, was wir machen könnten, da oben auf dem Berg machen wir die Kupferfabrik. Hier machen wir die Eisenfabrik und irgendwo anders da beispielsweise dann die Kalksteinfabrik, weil da gefällt mir die Reinheit einfach nicht. Vor allem, es ist auch nur eine Quelle. Das wird auf Dauer ja ein bisschen zu langsam. Hier haben wir zum Beispiel 3 Eisenquellen. Das ist schon nicht schlecht.
tun wir wieder alles craften. Den haben wir das wenigstens. So, das haben wir auch. So, 7 brauche ich noch. Oh. Bin mal gespannt, was das nächste Upgrade braucht. 3000 Eisen, ne? So. Rinder, Rinder, adios. Ja, klar. Congratulations. You have unlocked Hub Feature Additional Biomass Generator. New buildings, which can be found in the build menu. Klappe. Dadurch, dass wir jetzt wieder was abgetradet haben, haben wir nämlich den Miner frei. Richtig schönes Teil. Und wir könnten jetzt anfangen, quasi eine kleine Base zu bauen. Und ich würde erstmal sagen, dass wir erstmal das Kupferproblem fertig haben. Oder mache ich Eisen? Ich werde das mit Eisen machen, genau. Deshalb probe ich jetzt erstmal hier alles weg. Und das da mal auch weg, das gefällt mir irgendwie doch nicht. Ich werde Eisen da oben auf dem Berg machen. Oder? Ja, genau. Genau, hier ist doch eine wunderschöne Location. Deshalb. Foundation. Dann machen wir hier die Breite. Zack. Halt. Halt. Drück. Ist auch schön, dass es hier automatisch snappt. So, dann haben wir erstmal so eine kleine Position. Jetzt müssen wir überlegen. Von wo lasse ich das Eisen kommen? Lasse ich das da und dann hier rein? Oder lasse ich das direkt hier rüber leiten? Natürlich kann man später noch alles abreißen und neu bauen und ne, wie es so ist. Aber wenn wir was bauen, sollte das schon korrekt sein. Beziehungsweise, mir fehlen wieder Kupferdraht und alles fehlt mir wieder. Was ich mir vielleicht noch wünschen würde, was es vielleicht noch geben wird, dadurch, dass man ja Umweltverschmutzung hat, dass dann zunehmend irgendwie Gegner kommen oder sowas, so wie bei Factorio, das wäre noch ganz geil. Vielleicht kommt das noch, ist es schon, ich habe keinen Plan. Ich habe mich noch nicht über die Patchlogs informiert. Null. Bin erstmal froh, dass ich das Spiel überhaupt wieder spielen kann. So. Also, wie viele Öfen können wir jetzt bauen? Ich brauche noch ein paar Stangen. Ach, rechtzeitig kommen wir. Schaff was.